Okay. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Infamous First Light. Mit mir, Semni, der gerade mal wieder ein Graffiti sprüht. Und damit werdet ihr jetzt den Anfang der Folge auch mal leben müssen. Ich will noch die restlichen holen und dann könnt ihr die auch zu Gesicht bekommen. Und wenn ich mich nicht verziehen würde, würde das auch viel, viel schneller gehen. Mir fällt gerade so auf, dass es vielleicht praktisch wäre, obwohl, nee, sie werden ja eh auf der Karte markiert, wollte gerade sagen, dass ich zeigen würde, wo sie sind. Ich muss sagen, dadurch, dass die hier viel persönlicher sind als die im Hauptspiel, hat das echt was, das ist ziemlich, ziemlich niedlich. Aber ich habe gerade, wie ihr vielleicht auf der Karte gesehen habt, die Rennen geklärt. Es gibt jetzt noch diese Autos, die hier vorbeikommen, die eine Mission darstellen. Den erledige ich mal. Denn die geben auch wieder Skill Points oder Sucker Punche, wie auch immer man es jetzt denn genau bezeichnen will. Ohne diese Dinger bin ich nicht so schnell wie ein Auto. So, ich habe euer Auto kaputt gemacht. Kommt ihr jetzt raus zum Spielen? Dankeschön. Ich glaube nicht, dass ein Airbag da was nützt. Nee, davon gehe ich auch mal ganz stark nicht aus. Okay, und dafür kriege ich dann auch nochmal Punkte. Also an und für sich sind die Missionen also recht simpel, muss man jetzt mal sagen. Größtenteils eher Fleißaufgaben und das mit den Schwachpunkte treffen ist jetzt nicht so schwer. Dafür ist die Mechanik. Ich kann richtig gut sprechen, daher mache ich den Scheiß hier. Dafür ist die Mechanik gut genug. Ich krieg das gerade nicht hin, oder? Mechanik. Vergiss es. Ich habe das Gefühl, das sind die beiden Geschwister, wie sie einen Hund gefunden haben. Nee. Das ist das. Achso, das ist eine. Ach, das ist die Katze, die sie möchte. Da ist er. Oh, da ist noch eine Geisel und da ist noch das. Ja, ich werde jetzt gerade so ein bisschen einfach die Nebenmissionen abgrasen. Und ja, hier fliegen überall noch diese Klumpen rum. Da muss man ziemlich genau springen und bla. Das mache ich jetzt nicht. Also ich hab's. Ich verfehle die auch die meiste Zeit, muss ich jetzt mal dazu sagen. Was das? Ja, das war's. Alles klar. Hallo, ältere Dame. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich hoffe, das hat Ihnen ein wenig beim Weiterleben geholfen. Aber Sie müssen mir nicht danken. Sie können weiter verängstigt dastehen, weil das Spiel nicht mitkriegt, dass ich Sie gerettet habe. Oder Sie dieses Event nicht bemerken. Schade. Ja, also das Spiel ist nicht fehlerfrei. Das war das Hauptspiel auch bei weitem nicht. Aber... es ist mir ziemlich boogie die meiste Zeit. Dafür habe ich zu viel Spaß am Grundgameplay und vor allem, wie gesagt, am Bewegungsgefühl. Das ist für mich in vielen Spielen tatsächlich was Wichtiges. Wie bewegt sich die Figur? Deswegen liebe ich auch bis heute die Prince of Persia-Reihe. Der Prinz von Persien-Reihe. So, jetzt habt ihr's. Jetzt sage ich es einfach Deutsch. Deutsch kann ich zumindest halbwegs gut aussprechen. da man dort einfach... vor allem für die damalige Zeit, das einfach unglaublich schlüssig hingekriegt hat. Ich meine, man konnte den ersten Teil, ich habe den komplett mit Maus und Tastatur durchgespielt und es fühlte sich nicht schlecht an. Und das bei einem Third-Person-Spiel, was jetzt nicht gerade auf irgendwie genaues Zielen ausgelegt ist, kommt das trotzdem selten vor. Da. Das ist einer von dieser Klumpen und das meinte ich mit, man verfehlt die leicht. Genau. Und die ziehen auch in die Komplettierungsrate mit rein. Ich sehe mich schon, die ganzen Teile gleich suchen. Ich habe so auch das Gefühl, dass ich das halbe Spiel jetzt gleich so hintereinander am Stück durchspiele. Was auch nicht so schlimm wäre, so lang soll es ja nicht sein. Wobei Completion ist schon, glaube ich, was von 8 Stunden. Wenn ich merke, dass ich zu lange mache, höre ich einfach auf. Hust. Eine Nonne?
Sieh auf uns hinab und leuchte uns den Weg. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 12 Punkte. Ja, das ist ganz gut. Wow, ja, ja, ich will sie haben, ich will sie haben. Ich habe sie nicht bemerkt bisher, ich will die unbedingt haben. Da ist ein Auto und eine Geisel. Oh, furchtbar, diese Nebenaufgaben, die sie einfach mal ablenken. Und das hackt das System auch ziemlich, dass denn... dann nur der Punkt anvisiert wird. Und nicht das Auto anvisiert bleibt. Ist nicht ideal, aber da habe ich schon krassere Fehler gesehen. Ich bin noch mit der Smackdown vs. War-Reihe aufgewachsen, ja? Leute, das ist sowas hier eine Kleinigkeit. Ich werde nicht müde, diese Fehler zu erwähnen. Die sind grandios lustig. Oh. Zusätzlich noch plus 1, weil Scharfschütze. Und es fehlen noch 2 Geiseln. Aber im Moment müsste ich wahrscheinlich erst noch durch die ganze Stadt laufen, um welche zu finden. Und es kommt eh nochmal was dazu. Alles klärchen. Dann, ja, würde ich mal sagen, auf zur nächsten Hauptmission. Die wahrscheinlich aus irgendwelchen Sachen abhören bestehen wird, und das heißt, ich werde wahrscheinlich nach Antennen suchen müssen. Ach, wie schön, wenn Spiele nicht vorhersehbar sind. Nein, das ist so ein wiederkehrendes Element der Reihe, ganz ehrlich. Das ist, als ob man, was weiß ich, in Far Cry plötzlich ohne Pistolen spielen will. Oh, Moment. Da war ja was. Nee, aber ich finde, wenn eine Reihe so bestimmte Sachen so ein bisschen... sind, sollten die auch irgendwo drinnen bleiben. Also wie zum Beispiel die Währung in Fallout oder so, dass das Kronkorken sind, solche Sachen. Finde ich immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen weiter mit drinnen hat. Oder dass es in Final Fantasy eigentlich so ziemlich immer ein Sith gibt. Zumindest in den Teilen, von denen ich das jetzt weiß. 5 Punkte brauche ich noch. Oder? Nee, doch, 5 Punkte brauche ich noch. Ach, diese Primitone. Hallo? Hallo, Fetch. Ich heiße Jenny. Ich arbeite für... mit Shane. Ich glaube, ich soll dir helfen, einen Akula-Leutnant aufzuspüren. Per Telefon? Wir nutzen die Stadtkameras. Besorg mir deren IDs, dann weiß ich, wo ich die Aufnahmen finde. Ich schickte den Standort, an dem unser Mann zuletzt war. Wie bitte? Kamera-ID? Wer bist du nochmal? Jenny. Ich arbeite für die Stadt. Manchmal für Shane. Die ID ist wie ein QR-Code. Du kannst ihn mit deinem Handy scannen. Schick ihn mir und ich durchsuche die Aufnahmen nach diesem Typen. Wir haben ein geniales Gesichtserkennungsprogramm. Das ist unheimlich. Ach stimmt, das Spiel stammt ja aus einer Zeit, wo QR-Codes noch, wo gehofft wurde, also als das entwickelt wurde, wurde noch gehofft, dass QR-Codes so das nächste große Ding sind. Ach, verdammt. Direkt hier ist eine, da ist die Kamera, okay. Okay, ich bin hier. Suche eine Kamera. Okay, gefunden. Scanne die Kennnummer, dann suche ich die Aufnahmen. Das ist unser Mann. Folge ihm. Wir nutzen einzelne Kameras, um seinen Weg zu verfolgen. Ich kann leider keinen kompletten Systemscan machen, sonst löse ich hier Alarm aus. Wonach suchen wir hier? Die Akulas haben angeblich ein Versteck, wo sie Gefangene festhalten. Wir folgen ihm. Er führt uns hin. Und Shane? Was hast du mit ihm zu tun? Naja, du suchst deinen Bruder? Ich brauchte was anderes. Wenn Shane anruft, helfe ich ihm. Das klingt nicht gut. Ich muss echt vorsichtig sein hier auf der Arbeit. Verdammt. Was hast du gebraucht? Häng dich einfach nicht so tief in diese Dinger rein. Ah, da.
also wieder zurück. Den war falsch. Aber hier muss er drauf sein. Wer ist dieser Kerl überhaupt? Er ist Menschenhändler für die Akulas. Menschenhandel? Sowas wie Sklaven? Yep. Ich glaube, er folgt diesem Mädchen. Ah, da. Okay. Die war so offensichtlich und ich sehe sie natürlich nicht. Ja, absolut nichts Brauchbares. Dort. Da hoch, okay. Also die ganze Zeit läuft davor jemand. Es ist sowas von überhaupt nicht auffällig. Das heißt höchstwahrscheinlich. Hier sieht es irgendwie aus wie an einem Tatort. Ach so, dahinter wäre eine. Ach da. Verdammt. Ich bin so blind. Dass mich das richtig, richtig dolle ärgert. Oh, es ist tatsächlich ein Tatort. Die Männer, die meinen Bruder haben. Da. Hier müsste eigentlich lang gekommen sein. Ach, das kann nicht gut ausgehen. Dann gehe ich halt einen Meter näher ran. Okay, waren 10. Moment, der hatte eine Knarre in der Hand und zog jetzt eine andere Knarre. Oder habe ich mich da gerade verguckt? Sie haben sie einfach geschnappt. Warte, er hat irgendwas fallen gelassen. Hallo? Jenny, könntest du rausfinden, wohin dieser Typ geht, wenn du sein Handy hättest? Klar, wird bloß etwas dauern. Ich brauche nur eine Kopie seiner SIM-Karte. Ich schick sie dir. Wir holen meinen Bruder zurück und machen diesen Schweinen gleichzeitig den Laden dicht. Okay. Coole Sache. Finde ich. Fetch, meine Kundschafter sind in einen Hinterhalt der Akulas geraten. Ganz übel. Also soll ich hindüsen und die Trainingsanzüge mal richtig aufmischen, ne? Ja. Es ist mir ein Vergnügen. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Oh, und Jenny ist klasse. Ruf sie an, wir haben eine Spur. Okay, mache ich die nächste Hauptquest noch? Ja. Wäre sonst ein bisschen arg kurz, das Video, wobei ich jetzt nie übertrieben lang hier in dem Spiel bleibe, muss ich jetzt mal, also, doch, ich bin ja die ganze Zeit, ihr wisst, was ich meine, also ich meine, die Folgen sind jetzt alle nicht sonderlich lang, aber unter einer Viertelstunde müssen sie dann auch nicht sein, bin ich zumindest der Überzeugung. Nee, das. Ah, da hinten ist ein Wagen. Was ist der Schwachpunkt? Der ist falsch. Wow! Nee, komm, den nehme ich so. Yay, hat funktioniert. Ja gut, hätte mich jetzt auch gewundert, hätte ich da versagt. Ah, und ich muss die Leute festnehmen, damit das geht. Okay. Gut zu wissen, also mit den Festnahmen oder beziehungsweise dem Festsetzen. Lade ich diese Finisher wieder auf.
die relativ awesome sind. Boom. Eine Geisel noch. Yes. Ich vergesse immer wieder, dass das Aufsaugen dieses furchtbare Geräusch im Controller macht, das garantiert über das Mikro noch viel, viel geiler klingt. Also, sorry einmal dafür. Yes. Ein weiterer Punkt. 7-4 noch. Ich bin ja überrascht, dass ich bis jetzt ja noch nicht die hier. Aber ich vermute, dass das noch kommt. Ja. Shane, ich sehe hier gar keinen von deinen Leuten. Die Akulas haben sie verjagt. Sie mussten abhauen. Sie sitzen am Fährhafen fest. Mit wie vielen haben sie es zu tun? Mit vielen. Wieso? Willst du wieder Sensenmann spielen? Stellst du eine Opferstatistik auf? Ich mache das nur für Brent. Komm schon. Ich hab dir letztes Mal zugesehen. Ein breites Grinsen im Gesicht und Wut in den Augen. Du fandest es toll. Alles klar. Okay, also ich meine, ja, er hat recht, aber ist ein unerträglicher Wichser. Ganz ehrlich. Also, aber so, weißt du, alle anderen Sidekicks, die man so hatte, waren meistens eigentlich recht cool. Ich meine, Serge hier selber ist ja eigentlich auch ein Sidekick gewesen. Ach nee, muss ich wieder morgen spielen. Halte sie am Leben, dann helfen sie dir, sobald Jenny das Handy hackt. Dann ziehen wir für deinen Bruder auf den Kriegspfad. Okay. Boah. Ja, lach dich ruhig schlapp über die. Boom. Baby. Das werden mir eindeutig zu viele. Flieg in die Luft, dankeschön. Ich habe nämlich keinen Bock auf die Scharfschützen. Absolut keinen. Es wäre so geil, hätten die hier auch die Schwachstellenpunkte. Das würde diese Statistik so dermaßen nach oben heizen. Dieses unruhige rote Zielen wirkt auch nicht sonderlich. Wo kommt denn? Achso, das waren doch die Regentropfen. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn das her? Also irgendwo müssen hier ja auch welche sein. Da war einer. Gute Arbeit, Killer. Ich sammle die Überlebenden ein. Wow. Geh du rüber an die andere Front. Front? War keine Absicht. Sind wir jetzt etwa im Krieg? Irgendwie schon. Wir beide haben die Waffen gestohlen. Ich bewaffne meine Jungs. Sie fangen an, Türen einzutreten auf der Suche nach Brent. Und die Akulas sind natürlich angepisst. Es ist ein Bandenkrieg. Und du hast ihn begonnen. Gut, ich helfe deinen Jungs. Ach komm schon, sei kein Miesepeter. Wir hauen hier auf den Putz. Und wenn Brent wieder da ist, muss unser Arrangement ja nicht enden. Du und ich gemeinsam. Oh, wir könnten Berge versetzen. Berge aus sehr, sehr profitablen Drogen. Vergiss es, die DUPs sind bald hier. Wenn ich im Curtain K-Gefängnis lande, kriege ich meinen Bruder nie zurück. Konzentrier dich auf Brent. Ja, Ma'am. Okay, ist das jetzt noch Mission oder ist das dann schon die nächste? Wo ist die überhaupt da? Ne, okay, da muss ich. Das ist noch innerhalb der Mission. Stimmt, sonst wäre auch Mission abgeschlossen bekommen. Die Akulas kriegen langsam Angst. Jede Wette, die setzen meinen Jungs an der Nidel mit allem zu, was sie haben. Gut, je mehr Akulas auf einem Haufen, desto schneller bin ich mit ihnen fertig. Da ist er ja, mein Engel des Todes. Die Bezeichnung lasse ich mir doch irgendwo trotzdem gefallen. Wobei ich eigentlich ja keinen umbringe. Also den größeren Zeit.
So. Einmal aufräumen, bitte. Ich glaube, das waren die Waren. Habt ihr jetzt wenigstens Angst? Wow. Nein, du wirfst nix. Ach nee. Oh, ich dachte gerade, das war... Ich dachte gerade, wo kommt denn der Gegner her? Und dann war das dieses... War das ein Triceratops, auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich brauche gerade ein klein bisschen Abstand. Wow, nee, 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 so nicht, Freundchen. Und du fliegst dahin und du fliegst dahin. Und ich brauche jetzt mal ganz dringend Neon. Ganz, ganz dringend. Und hier ist keins. Super. Doch da. Okay, gut. Dann ist auch dieser Spannungsmodus endlich raus. Ach, kann ich noch nicht, okay. Ich sagte noch, so schwer ist das mit dem Ziel ja nicht. Ich mache das nur, um meinem Bruder zu helfen. Ich habe keinen Spaß daran. Er und ich, wir tun solche Dinge nicht. Oh, oh, verstehe. Du willst nicht, dass der gute Brand von deinem Wachen nicht erfährt. Dein Sensen mal ich das, auf das ich so abfahre. Brand hält mich am Leben und bei Verstand. Wenn Menschen Dinge wie eben sehen, flippen sie aus. Ich kann nicht noch einen aus der Familie verlieren. Also, wenn deine eiserne Selbstbeherrschung deinen Bruder bei dir hält, dann solltest du sie richtig gut festhalten. Jenny hat das Handy des Akkulas geknackt und wir wissen, wo sie ihre Geißeln festhalten. Ist das dein Ernst? Wenn du soweit bist, triff mich vor dem Latte Owl auf der Madison. Es kann losgehen. Okay. Das hat anscheinend relativ gut funktioniert. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, ob wir diese Typen ausräuchern oder nicht. So einfach ist das. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Semni.